So, heute bin ich mal in Wilhelmshaven und hier gibt es ganz viele tolle Sachen, unter anderem auch einen Marinestützpunkt und da wollen wir mal schauen, was hier so alles gibt. Morgen. Schönen guten Morgen. Wer ist hier der Kapitän? Das bin ich, Kapitän Halotka. Herr Lotka, ja. Sie sind also Vorgesetzter von den allen. Im Hubschrauber, jawohl. Können Sie mal sagen, dass ihr alle mal ganz laut Morgen herab sagen sollen? Natürlich, so Besatzung, einmal rufen, Morgen herab. Morgen herab. Das funktioniert ja super, das gefällt mir sehr gut. S-A-R, ja? Heißt Special Agent Raab. Was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt erstmal einen Anzug anziehen. Einen Anzug anziehen, dann werde ich jetzt erstmal einen Anzug anziehen. Da muss ich die Hose für ausziehen, ne? Ja. Ah, verstehe. Ihr bleibt dann hier drin, oder was? Kann man die Türe zumachen? Ja, nicht, dass die ganze Spanner hier alle da. So. Bin ich jedenfalls mal fertig, angezogen und ich muss mal. Weißt du, wie der Anzug, den ich mal muss? Was ich hab den noch nie angehabt, aber der Reißverschluss sieht erfolgversprechend aus. Der hier? Ja. Okay, probier ich mal. Nicht hier, bitte. Warte mal, ich muss erst mal gucken. Was ist das denn hier? So, so gut aus. Da muss man das hier durchstecken, oder was? Ja, pass halt rein. Ein bisschen knapp wird schon. Ja, viel Glück. Ist halt Kampfschwimmer, oder? Minentaucher. Aber ihr habt schon ganz schön hier Muckis. Muss man das haben als Minentaucher? Nee, eigentlich nicht. Aber sieht besser aus. Sieht besser aus. So von oben aus dem Hubschrauber alles sehen kann. Ja. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen, oder? Ja, allerdings. Ihr seht ja sehr lustig aus mit euren Helmen. Das sieht ein bisschen aus wie Schießbudenfiguren. Vor der Standortbekleidungskammer. Hier gibt es viele, viele Uniformen und ich habe mir natürlich die süßeste ausgesucht. Die werde ich jetzt mal anprobieren. Antritt an! Ja, so ist gut. Ja, auf solche Kommandos höre ich. So. Morgen! Was machen Sie jetzt? Ich messe Sie aus. Ach, Sie messen mich aus? Ja, dann fangen Sie mal an. Bin Sie bitte. Ach so. Wir waren Schatz eigentlich. 106? Ja. 106. Nicht schlecht. Sieht ja gut aus, oder?
So, jetzt bin ich hier in einem U-Boot, also unter Wasser. Und das ist hier, da ist schon, wird fleißig gefahren. Das ist hier, Sie sind der Ich bin der Kommandant. Der Kommandant, der U-Boot-Kommandant. Das ist hier das berühmte Periskop, da guckt man rauf nach oben. Ja. Ja, also wo am Strand und was man alles sehen kann. Warte mal gerade. Ah. Okay, verstehe. Sehr gut. So, das gibt's hier. Da darf man nicht rangehen, wenn man da keine Ahnung von hat. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Da sollte man. Gut. Also wenn jetzt zum Beispiel hier. So. So funktioniert also ein U-Boot. Moment mal. Nee, U-Boot ist nichts für mich, der stinkt mir zu viel. Ich lieber woanders. So, das ist hier also das Schwesterschiff der Gorch Fock, ein russisches Schiff. Morgen! Morgen, Captain Raab! Habt ihr gesoffen oder was? Jawohl, Captain Raab heißt. Jawohl, Captain Raab, genau. Könnt ihr denn auch singen? Jawohl, Captain Raab! Genau, so muss das sein. So, ich habe nämlich auch was mitgebracht. Wo ist denn mein Instrument? Ihr singt natürlich am liebsten Seemannslieder. Jawohl, Captain Raab! Genau. Los geht's. Ihr seid alle Matrosen. Jawohl, Captain Raab! Jawohl, Captain Raab! Und wenn der Sturm pfeift, scheißt ihr in die Hosen. Jawohl, Captain Raab! Jawohl, Captain Raab! Eure Mützen, die sind weiß. Jawohl, Captain Raab! Jawohl, Captain Raab! Ihr singt wohl jeden Scheiß. Jawohl, Captain Raab! Jawohl, Captain Raab! Dankeschön! Riesen Applaus! Sehr gut! Hat euch gefallen? Jawohl, Captain Raab!